Leuchtet. Konsole macht gar nichts. Cool, funktioniert nicht. Ja, da hat Spaß gemacht. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf dem Live-Kanal hier. Wir haben uns im letzten Video, wer das gesehen hat, haben wir die PlayStation halbwegs auseinandergenommen hier, ne? Haben die weißen Standardplatten durch die pinken getauscht. Also ich würde es nennen Beere, auch wenn es jetzt wie in der Kamera wieder einfach rot aussieht. Ne? So sieht es auf jeden Fall aus. Sieht in Real Life nicht rot aus, sondern pink. Also wirklich eher Beere, Himbeere, pink, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal angucken. Wenn ihr ganz viel unnötig Zeit übrig habt, das Video geht, glaube ich, sehr lange. Sonst guckt irgendwas anderes. Ist wirklich, also die Dinge abzumachen, ist wirklich Kindergarten eigentlich, ohne Witz. Bisschen dumm rumgelabert da einfach. So, heute bauen wir aber, wie gesagt, also wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, die PlayStation hier, das wird ein Weihnachtsgeschenk. Achso, ich habe, glaube ich, im letzten Video gar nicht gesagt, was ich dafür bezahlt habe, ne? Das sagen wir jetzt auch nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Nee, Quatsch. Nee, scheiß drauf. Weil ich habe ja da angefangen von wegen, ja, habe das logischerweise mehr als 500 Euro für bezahlt. Das ist ja, brauche ich nicht erklären. Ich wollte aber dann eigentlich noch sagen, wie viel, aber gut, dass ich nichts gemacht habe. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ist ja ein Weihnachtsgeschenk, da braucht man jetzt nicht sagen, wie teuer das war. Aber kann ja sich ja jeder selber denken, so, ne? eBay, man kennt ihn. Heute wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Speicher reinbringen, weil, wie gesagt, es ist ein Geschenk und die Person zockt nur PlayStation und löscht ihn, glaube ich, gar nichts wahrscheinlich. Deswegen wird das nämlich hier nicht ausreichen, was hier oben drauf steht. Da seht ihr es, 825 GB. Mir ist es bis heute ein Rätsel, Digga, wie man auf 825 GB kommt. Ich habe ja vor Release, habe ich ja gedacht, ja, die haben jetzt schon das System abgezogen. Das heißt, knappe 200 GB fürs System. Also da ist eine 1 Terabyte Festplatte drin und knappe 200 GB fürs System. Bleiben für uns 825 GB übrig. Und ich dachte, die haben das draufgeschrieben, was für uns übrig bleibt. Aber nein. Und das ist mir immer noch ein Rätsel, Digga. Ich habe noch nie gesehen, gehört, gelesen, keine Ahnung, dass es eine 825 GB Festplatte gibt. Das kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Das ist doch wieder nur extra für Sony gemacht, weil die sich dachten so, ey, warte mal, wie machen wir denn die PS5 eigentlich besonders? Weil die Xbox kann ja eigentlich dasselbe und ist auch nicht 10-mal so groß. Ach ja, komm, wir machen einfach mal eine kleinere Festplatte rein, die es sonst nicht gibt oder was. Keine Ahnung. Dümmste Idiotenidee. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn da 1 Terabyte drin wäre, wäre es trotzdem zu wenig. Der Witz ist jetzt, 800 GB, ich habe jetzt keinen Bock, das immer, also 800 GB, so, ne? Abzüglich System bleiben uns noch 600 GB übrig oder so. Ich weiß es nicht, aber werden es gleich rausfinden, weil ich gucke das nämlich vorher nach, weil ich weiß auch gar nicht, ob die Konsole überhaupt funktioniert. Ich schließe sie gleich zum ersten Mal an. Und also wirklich 600. Digga, die. Ey, von mir aus mach mehrere Modelle, ne? Mach dieses Modell, mach ein Modell mit 1 Terabyte, mach ein Modell mit 2 Terabyte und mach überall Aufpreise, wie bei iPhone von mir aus, ist mir scheißegal, ne? Aber jemanden eine Konsole in die Hand zu drücken, wo du effektiv dann noch knappe 600 GB frei hast, was willst du damit? Das ist doch ein Witz, Digga. Du machst Warzone drauf und Call of Duty, dann ist schon mal die Hälfte weg. Toll. Egal. Deswegen kommt auf jeden Fall heute mehr Speicher rein hier. Ich hab nur keine Ahnung, wo das ist. Warte mal, das müsste das hier sein. Ey, Digga, es sind so viele Pakete hier, da ich bin Amazon-Versandhaus, glaube ich. Gucken wir mal. Weil ich frage mich gerade, was in den anderen Sachen drin ist, ey. Keine Ahnung. So, also. Genau, das ist die Festplatte, die da reinkommt. Aber wir wollen ja erstmal, bevor ich gleich sage, warum die und wieso, weshalb, warum. Das sieht aus wie eine Müllhalde hier. Geisteskrank. Ich mache mir die nämlich einmal an, weil die war ja noch nie an. Erstmal muss ich wissen, ob die überhaupt funktioniert. Und zweitens, ja. Ich glaube, du kannst ja nicht direkt reinstecken und dann den ersten Start machen, ne? Das würde ich immer so machen, Konsole schon mal einrichten und dann die Festplatte erst einsetzen. Festplatte, ja, genau. Wie schließe ich die jetzt hier an? Ich mache das mal kurz eben hier. Einen Moment dauern. Ja, es passt das mit dem Mikrofonarm nicht so gut hier, aber egal. So, dann nehmen wir mal diesen Controller, den ich immer noch sehr optisch schön finde. Also wirklich einfach einrahmen, irgendwo hinhängen und sich dann drauf ein... Aber bitte nicht benutzen, Digga. Also, könnt ihr... Ja, ich bin verwöhnt. Ich bin ein verwöhntes Kind, Digga. Weißt du, ich zock halt mit einem Pro-Controller und da bist du einfach verwöhnt, ne? Wenn du so einen schönen Controller benutzen darfst, dann bist du einfach verwöhnt, ne? Allein schon diese mega nice Gummierung hier. Mechanische Tasten.
Metalltasten hinten. Da bist du einfach verwöhnt. Wenn du das Ding dann in der Hand hast, denkst du dir nur, geil, cool. Nee, Real Talk gefällt mir nicht. Kauft euch den Razer Controller. Den gibt's auch für PlayStation neuerdings. Kostet zwar 300 Euro, aber ist halt ein Pro-Controller, ne? Ist nur was für Pros. Nicht für Otto-Normal-Dulis. Kann euch schon mal einen Tipp geben, wenn ihr irgendwas habt, was ihr öfter mal in die PlayStation reinsteckt. Vielleicht ein Kabel, hier irgend so ein Kabel oder ein USB-Stick, keine Ahnung. Steckt das hinten rein. Ich habe das jetzt vorne reingesteckt, aber ich passe da immer sehr auf. Junge, wegen dem Klavierlack vorne, da wird eure Konsole ganz schnell ganz scheiße aussehen. Sag ich dir so, wie es ist. So, mal gucken, geht das überhaupt anders? Wie geht das überhaupt hier? Leuchtet. Konsole macht gar nichts. Cool, funktioniert nicht. Ja, da hat Spaß gemacht. Boah, das sieht auch geil aus. Kann ich euch das zeigen? Wegen dem Rot und das leuchtet da halt so blau hier. Warte mal. Das Kabel ist hier sehr kurz, Digga. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Farbkombi mit dem Blauen. Ja, jetzt ist es wieder weiß. Sieht aber auch cool aus. Kein Signal. Sehr cool. Das freut mich. Oh, lol. Ich weiß, warum ich kein Signal habe, Digga. Oh. Wegen dieser HDCP-Scheiße, die da standardmäßig aktiviert ist. Junge, das ist so... Wer hat das erfunden, Alter? Das ist so dumm. Das gibt's bei Xbox auch nicht. Das geht einfach so. Ich muss erst die PlayStation direkt mit dem Bildschirm verbinden. Das sind nur Probleme, die YouTuber haben. Ja, normale Leute haben solche Probleme. Zum Glück nicht. Anschließend am Bildschirm läuft, ne? Aber ich habe jetzt hier ein Problem. Scheiße. So, ich habe Bild. Ihr seht aber nichts, weil geht nicht. Ich muss erst HDCP ausschalten. Soll ich das abcapturen, Digga? Okay, ich capture das jetzt mal ab. Das sieht wahrscheinlich übel scheiße aus. Ich kann das auch nicht perfekt abcapturen, weil ich habe ja so einen Curved-Monitor. Deswegen, ne? So, Deutsch. Ach du Scheiß. Oh mein Gott, hier ist ja der Steuerkreuz oben links. Das ist ja voll cool. Alter, ist das komisch. Real Talk, ich komme nicht mehr zurück auf PlayStation. Real Talk. Das ist ja übelst cringe, Alter. Ey, auf Xbox zu gehen war voll easy so. Es hat mich gar nicht gestört. Aber jetzt hier drauf zu gehen. Oh mein Gott, keine mechanischen Tasten. Ach du Scheiße. Was? Screenreader? Verpiss dich. Ach, Internet. Ja, klar. Braucht man natürlich auch heutzutage, ne? Super, kommen wir jetzt auch nicht rein. Cool. Kann mir auch mal jemand sagen, warum man immer die Größe anpassen muss, wenn dann das sowieso immer alles perfekt ist? Hä? Spiele-Disk einlegen? Oh Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, das müssen wir machen, weil wir müssen auf die, ich weiß ja nicht, was da drauf ist, aber wir müssen auf eine neuere Systemsoftware gehen, weil erst die neueste oder wann auch immer das war, die, also mit einer ganz alten Version kannst du gar keine SSD einbauen. Also ja, muss ich machen. Okay, weiter geht's hier. PS-Taste. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, naja, klar, Controller-Update, ey. Hat er jetzt ein neues Feature oder was? So, wir sind drinne. Jetzt machen wir erstmal die System-Dings hier, wie heißt das hier? HDCP aus? HDMI, da. HDCP. Warum ist das Sony, Digga? Ich versteh's. Das ist ein Kopierschutz-Gedönsel, ne? HDCP, Digga, das ist so eine dumme Erfindung, Alter. So, jetzt können wir es wieder in vernünftiger Qualität machen. Ja, schon cool wieder so PlayStation, diese Sounds so blub, blub, blub. Ja, schon, ich bin ja auch voll das PlayStation-Kind, ne? Muss man mal. Ist halt so, ne? So, wir haben effektiv 667,2 GB Größe. Frei haben wir. Ja, würden jetzt mal auf, ne? 650, also so wie ich schon gesagt habe. Was hat er denn jetzt hier noch draufgeschmissen? Spiele und Apps. Ah, okay, das sind die paar Gigabyte noch hier. Aber ich glaube, Astros Playroom oder wie die Scheiße, Playroom ist immer cool, weil das zeigt einem immer so ein paar Features. Zum Beispiel jetzt hier mit dem. Warum labern wir überhaupt? Das wollte ich doch gar nicht zeigen, Digga. Ich verschwinde hier schon wieder in meinen PlayStation-Fanboy-Scheiß, Alter. So, das war's auf jeden Fall. Jetzt müssen wir das Ding. Jetzt muss ich wieder. Oh, Digga, wieder alles abbauen. Ich kann nicht mehr, Alter. Wirklich, was für ein Scheißtag, ey. Okay, doch, nee, ich hab noch was gefunden hier. Ich weiß nicht, ob es relevant ist. Das kann sein. Hier oben, warte mal, also wir waren jetzt hier bei System, dann waren wir bei, also nur für den Fall, dass ihr das Update macht und ihr könnt vielleicht die Festplatte nicht, die HD, SSD nicht einsetzen. Also Update kannst du hier machen, Update-Einstellung Software, und dann kannst du hier, da oben steht auch schon auf dem neuesten Stand, so. Man kann aber hier unten noch Update von Systemfunktionen. Ich kann mir vorstellen, dass es relevant ist für die SSD, ich weiß es aber, also eigentlich nicht, aber ich weiß auch nicht, wofür soll das überhaupt sein, ne, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache das nochmal eben, weil er sagt ja auch irgendwas installieren. Und dann baue ich den Kack ab und dann bauen wir die mal auseinander nochmal wieder. So, auseinanderbauen machen wir gleich. Festplatte. Also SSD, was auch immer. Ich weiß, ich bin irgendwie bei Festplatte, keine Ahnung. Ich werde hier eine Samsung einbauen. Das würde ich auch jedem von euch empfehlen. Es gibt viele SSDs, die man einbauen kann.
Aber das Einzige, was überhaupt in Frage kommt, ist Corsair-Dings da vielleicht noch. Aber Real Talk, kauft nicht irgendwas, was nicht Samsung oder Corsair heißt, Alter, ohne Scheiß. Es gibt auch welche Seagate oder was ist da mittlerweile alles, Western Digital, kauft das nicht. Kauft, tut euch selber einen Gefallen, ne? Tut euch selber einen Gefallen, kauft am besten eine Samsung. Es ist auch vom Preisunterschied so gering, ne? Kauft eine 980 Pro. Das ist sowieso Pflicht, weil du musst eine schnelle SSD haben, sonst geht sowieso nicht. Deswegen sowieso am besten die kaufen, dann seid ihr safe, dass sie funktioniert, weil es kann auch sein, dass ihr eine SSD kauft und dann sagt die PlayStation, nö, die ist mir zu langsam, ich will eine bessere haben. Macht auch Sinn, weil die Spiele sollen ja auch schnell laden und schnell funktionieren. Ich habe mir jetzt aber keine normale 980 Pro gekauft, sondern, steht das überhaupt irgendwo drauf? Weiß ich nicht. Also 980 Pro, aber der normale Karton ist, glaube ich, schwarz. Aber ihr seht schon, die sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Das ist nämlich die Heatsink-Variante. Also da ist halt einfach noch so ein Kühlkörper mit drauf. Ist mehr oder weniger speziell für PS5 entwickelt worden, steht aber jetzt hier auch nicht drauf, ne? Aber so könnt ihr die zum Beispiel bei Amazon finden. Aber ich werde die auch nochmal unten in der Videobeschreibung, ich werde das ziemlich weit oben verlinken, damit ihr das schnell finden könnt. Ihr könnt die auch ohne diesen Kühlkörper kaufen. Da habt ihr dann, ich weiß nicht, wie viel man spart, ein bisschen was spart man. Die Frage ist, muss man da sparen? Weiß ich nicht. Ist auch der Grund, warum ich die gekauft habe. Das ist nicht Pflicht. Du kannst eine ganz normale 980 Pro kaufen, ohne den Kühlkörper und baust sie da ein. Kein Problem. Die Dinger können wirklich heiß werden und laufen trotzdem. Ist wirklich scheißegal. Aber die werden auch nicht heiß, ne? Da gibt es immer so viele Leute, die machen sich so einen Kopf darum, ah, Hitze hier, Hitze da. Bruder, kauf das, dann juckt's niemanden. Wenn du irgend so ein Billo-Kack von, was weiß ich, wie das heißt, kaufst, Ling Long hast du nicht gesehen, SSD, ja, Bruder, dann kann man dir auch nicht mehr helfen, ne? Kauf was Vernünftiges. Und im besten Fall würde ich würde die nehmen, ich habe die jetzt genommen wegen dem Heatsink, wegen dem Kühlkörper und weil die gar nicht so viel teurer war, wie die normale. Und da habe ich mir gedacht, Bruder, du kaufst jetzt sowieso so eine PS5 von eBay für, boah, Bruder, fast ein Düsenjäger. Und dann, eine SSD kostet auch Geld, 200 Euro oder so, keine Ahnung, ein bisschen weniger vielleicht. Ist übrigens 1 Terabyte, ne? Ich würde wirklich empfehlen, wenn ihr wirklich Hardcore-Suchtlappen seid, würde ich eine 2 Terabyte sogar einbauen. Also für meine persönliche PS5 definitiv 2 Terabyte, definitiv. Aber ich sag dir, so wie es ist, Digga, das war alles schon so teuer hier, Junge. Deswegen 1 Terabyte und das reicht auch eigentlich, ne? Für die meisten Leute reicht das auch. So. Ja, wir packen ihn aus. Ich bin gespannt hier. By the way, wer sich auskennt und wen es interessiert, 980 Pro hat eine Terabyte Written von 600. Das heißt, du kannst 600 Terabyte da drauf schreiben, bis die Garantie weg ist. Da geht die nicht kaputt. Nicht bei 601 ist kaputt. Dann hast du einfach nur keine. Also, die garantieren dir, dass die so viel aushält. Die wird wahrscheinlich noch viel mehr aushalten, ne? 600 Terabyte Written. Bruder, das ist geisteskrank. Und da weißt du auch schon, du hast hier wirklich was qualitativ Gutes in der Hand, ne? Und ob man jetzt wirklich da irgendwie für so einen Linglong-Scheiß dann 50 Euro sparen muss, wenn man schon eine PS5 für einen Düsenjäger geholt hat, weiß ich nicht, ne? Guck mal, ist sehr klein sogar hier sogar. Sogar, ja. Sehr klein, aber sieht mega cool aus. Ist auch schön kalt, weil es ist ja Metall, logischerweise. Muss ja die Wärme ableiten. Und das Coole ist, ich habe das ja auch noch nie gesehen, das Ding. Ich muss selber erstmal kurz mal gucken hier. Das ist wirklich, also die SSD ist da wirklich so komplett einmal eingepackt, ne? Ist nicht nur oben so ein Kühlkörper drauf gedingst, ne, ist unten auch eine Metallplatte. Finde ich ja richtig gut, ey. Die hat wirklich mal Gewicht. Und ja, wie gesagt, da die ja für PS5 entwickelt wurde, sollte man die einsetzen können und auch diese Metallkappe wieder drauf machen können. Ich sage euch die jetzt mal richtig hier. Also sieht von vorne aus, also das ist der dicke Kühlkörper, der dickste ist halt oben, ne? Macht ja auch Sinn, weil da ja die ganzen Speichermopeds sind. Aber hier hinten, auch wenn das vielleicht gar keinen so einen großen Sinn mehr hat, aber hier hinten ist eine komplette Metallplatte, Digga, und das finde ich übelst gut, ne? Guck mal. Alter, es ist komplett eingehüllt, das Ding. Das kannst du wahrscheinlich aus dem 10. Stock werfen und es lebt immer noch. Wie gesagt, ihr könnt auch die ganz normale 980 Pro kaufen, habt ihr halt den Kühlkörper nicht. Aber
Es wird mit Sicherheit Leute geben, die einen Test gemacht haben mit und ohne Kühlkörper. Ich behaupte mal, dass du da gar keinen so einen krassen Unterschied merkst. Und ich sag's dir, Digga, ich habe die ganz normalen 980 Pro auch im PC drinne und die überleben 4K Videoschnitt den ganzen Tag und Aufnahme und Livestream, hast du nicht gesehen? Das ist gar kein Problem, ne? Wirklich. Und die werden auch ziemlich heiß dann, ne? Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Trotzdem Kühlkörper, weil war jetzt so, das war so wenig teurer. Also, weiß ich, paar Euro, deswegen habe ich es einfach gemacht, ne? Dann braucht man auch nicht noch an den, weiß ich nicht, 5 oder 10 Euro dann sparen. Ich werde es verlinken, guckt das einfach selber. Ich mache das mal eben kurz alleine für mich so ein bisschen hier. Wenn ihr ganz genau nochmal gut erklärt haben wollt, in einem sehr, sehr langen, unnötigen Video, wie das funktioniert, werde ich bestimmt auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Real Talk, richtig easy, wenn man weiß, wie es geht. Man kann eigentlich auch sogar nichts kaputt machen, das heißt echt idiotensicher. So, ich habe die falsche Seite aufgemacht, wir fangen nochmal von vorne an. Ja, welche Seite müsst ihr aufmachen? Bei der Disk-Version ist sehr easy, da wo die Disk reinkommt. Auf der Seite, die müsst ihr aufmachen. So, ist wirklich easy, ne? Das hat Sony, also mit der PlayStation auch wirklich wieder geil gemacht. Ich glaube aber, viele haben Angst davor, die Platten abzumachen, aber ist wirklich easy. So sieht die jetzt von hinten aus, ne? Lüfter, und hier kann man eigentlich gar nicht... Das kannst du nicht falsch machen. Auf der anderen Seite hast du das Ding nicht, gibt's nur hier. Das Metallding schraubst du jetzt hier oben ab mit der Schraube und dann können wir das da gleich einsetzen. Was ist das für eine Schraube hier? Ganz normaler Schlitz oder was? Ja, sieht relativ normal aus. Übrigens, wenn ihr das macht, was ich jetzt gemacht habe, also die Platte abmachen und jetzt wir schrauben das ja jetzt hier auf, bauen eine Festplatte ein, davon geht die Garantie nicht weg. Sollte man vorher wissen, geht nicht weg. Und es ist wirklich auch einfach hier, ne? Muss man auch mal sagen. Ich glaube, der Schraubenzieher ist ein bisschen zu fett, Alter. Ach, scheiße, ich dachte, der passt, Mann. Ach, Junge. So, wenn der jetzt auch nicht passt, dann hole ich gleich mein Uhrmacherwerkzeug hier raus, ey. Ja, auf jeden Fall geht die Garantie nicht kaputt. Und ihr seht auch schon, das ist alles sehr, sehr easy, ne? Also, wer jetzt vielleicht denkt so, oh, nee, es sieht nicht so easy aus. Oder ist mir irgendwie zu kompliziert. Dann hättet ihr zu PS3-Zeiten mal aktiv sein müssen und da mal eine Festplatte tauschen. Das war nämlich richtig lustig. So, jetzt können wir das nämlich hier so ein bisschen raushebeln. Zack, kommt schon von selber. Ach, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Geht einfach so. Fingernagel, zack. So, das ist jetzt hier so eine Metallplatte einfach, ne? Und jetzt haben wir hier das Fach für die SSD. Jetzt muss man halt vorher mal gucken, welche Größe haben wir. Also, wo wir kurz hier so grob reinlegen. Und dann seht ihr schon, welches Loch, in welches Loch ihr das gleich reinstecken müsst. Nee. Also, hier schrauben wir es gleich fest. Ich weiß gar nicht, Digga, gibt es überhaupt kürzere? Ich habe noch nie... Guck mal, hier, also hier, ne? Was soll das denn für eine SSD sein, Digga? Also bitte. Die sind doch immer so groß, Mann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier rechts seht ihr jetzt die Schraube, die wir brauchen. Die ist jetzt nämlich jetzt noch nirgendwo reingeschraubt. Hier hinten ist erst die Schraube. Die müssen wir auch noch rausschrauben, oder was? Ich weiß es nicht. Also, ich ist hier gerade Learning by Doing. Ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung. So, aufpassen, dass wir die nicht verlieren jetzt hier. Ich weiß nicht, ist das Ding magnetisch hier? Oh, ist magnetisch, perfekt. So, weil das ist die Schraube, die müssen wir dann gleich hier einsetzen, ne? Jo, das ist ganz easy, du kannst ja eh nichts falsch machen. So kommt's rein, ne? Da hinten siehst du die Anschlüsse, könnt ihr vielleicht nicht so gut erkennen. Aber in Real Life würdest du sehen, hier hinten sind die Anschlüsse. Hier sind auch die Anschlüsse, kannst du nichts falsch machen. So rum einbauen geht auch gar nicht, weil ihr seht, hier ist ja so ein Schlitz dazwischen. Also du kannst es nur richtig rum einbauen. Und dann jetzt aber nicht gerade reinschieben, sondern einfach so ein bisschen leicht angewinkelt. Das ist kein Problem, soll auch so sein. Und dann stecken wir ihn rein. Das war schon, hat schon geklackt, habt ihr gehört? Können wir nochmal rausziehen. Seht ihr schon so den Winkel ungefähr, ne? Weiß ich nicht, 45 Grad, keine Ahnung. Und dann kann man es rausziehen. So, leicht angewinkelt einfach rein. Das geht wirklich quasi von selber, gleitet er da rein hier. Und ihr seht, hier ist wirklich noch viel Platz, weil es gibt so Kühlkörper, die sind so hoch, dann kann man das hier nicht mehr drauf machen. Jetzt ist auch so die Sache, ich weiß, da scheiden sich jetzt die Geister, ne? Soll man wirklich die Platte drauf machen oder nicht? Ich sage, und Sony sagt, ja. Ich würde auch die Platte drauf machen, allein schon, damit das hier nicht alles komplett vollstaubt, ne? Weil wenn ihr mal nach einem Jahr das Ding wieder aufgemacht habt, dann könnt ihr mal gucken, wie das hier so aussieht. Nämlich komplett zu. Also lohnt sich auch mal die Platten aufzumachen und mal so ein bisschen durchzupusten vielleicht. Aber erstmal schrauben wir natürlich das hier fest. Aber wir hätten jetzt vorher das Ding hier noch so machen müssen, ne? So.
Kommt da vorher so drunter. Hält auch schon von selber. Perfekt. Ein kleiner Abstandhalter, damit es nicht jetzt wieder nach unten gedrückt wird. Damit die einfach in Position bleibt. Ist aber im Prinzip, gibt PC-Leute, die, also ne, PCler, whatever, die schrauben sowas gar nicht fest. Die stecken das Ding da rein, Arschlecken, fertig. Die sagen sogar noch, ist gut, weil wenn er ein bisschen hoch steht, dann kriegt er von unten noch Luft. Ja, keine Ahnung. Also ich schraub's fest, so, fertig. Ne? Jetzt kommt die Platte wieder drauf. Also das war schon, ne? Easy going, gar kein Problem. Jetzt die wieder so rein. Aber das liegt schon von selber da drin. Und jetzt schrauben wir das wieder zu hier. Und fertig. Die Schraube würde ich jetzt nicht unbedingt zu fest ziehen, ne? Nach fest kommt nämlich ab. So, das war's schon. Jetzt können wir das Cover wieder draufpacken. Aber ja, nee, ist auf jeden Fall richtig geil gemacht, ne? Kann man nichts sagen. So, auf den Klack achten. Zack, einfach nur reingeschoben, fertig. So, jetzt darf ich wieder alles aufbauen hier. Das ist ja auch gar keine Arbeit. Aha, so, ja, guck mal, geht direkt los hier. Gestartet schon, musst du gar nichts machen, ne? Geht direkt los. Ja, erkennt es sofort. Um deine M2 SSD zu verwenden, musst du sie formatieren. Ja. Wenn du deine PS5 weiterhin verwenden möchtest, ohne deine M2 zu formatieren, schalte die PS5 aus und entferne dann die... Entweder du formatierst das oder du baust das wieder aus, so. Beachte, dass gespeicherte Daten, Screenshots und Videoclips nicht... Oh, das wusste ich gar nicht. Krass. Also es werden nur ausschließlich Spiele auf der extern gespeichert. Krass. Screenshots, Spieleclips, das ist alles nicht da drin. Save Games auch nicht, okay. Also formatieren. Gucken wir mal, wie schnell das geht hier. Lesegeschwindigkeit, könnt ihr das sehen? Nö. 6,5 Gigabyte. Ich glaube, steht auch drauf, ne? Bis zu 7 Gigabyte kann das Ding. Also wirklich ultra schnell. Gibt mittlerweile noch eine schnellere Stufe, aber die gibt es noch nicht mit Kühlkörper und das macht auch keinen Sinn. Deine M2 wurde formatiert. Zum Ändern des Installationsorts für deine Spiele gehe zu Einstellung, Speicher, Installationsort. Zum sicheren Entfernen deiner SSD schalte die PS5 zuerst aus. Nee, ich wollte eigentlich im laufenden Betrieb kurz rausziehen, Digga. Warum denn nicht? So, ja, leider haben wir jetzt hier natürlich keine Spiele drauf. Weil ich weiß, man kann auch alte Spiele, die man jetzt schon, wenn jetzt hier schon Spiele wären, ne? Dann könnte man jetzt sagen, okay, ich verschiebe die Spiele, alle oder nur ein paar davon, auf die externe, oder was heißt externe, auf die neue interne Platte. Kann man machen. So, und wir können jetzt anscheinend in den Einstellungen direkt festlegen, wo denn neue Spiele gespeichert werden sollen, wenn man die denn jetzt runterlädt. Ah, das ist geil, ne? Konsolenspeicher, 650 GB noch. Alter, freier Speicherplatz, genau 1 Terabyte. Die ist ja sogar größer, Junge. 1,01, lul. Digga, Samsung, beste Leben. Ich sag's dir, wie es ist. So, erweitert das Speicher. Verschiebe deine Spiele auf ein... Wollt ihr mitlesen? Ach, Digga, wer will denn mitlesen? Verschiebe deine Spiele auf ein als erweiterter USB-Format... Nee, ach so, das ist dafür, okay. Nee, das haben wir ja nicht. Ey, Digga, externe Spiele von der SSD kannst du übrigens nicht mehr spielen, ne? Also wer jetzt meint, ich schließe hier meine uralte... was heißt? Muss nicht mal uralt sein. Eine externe SSD an eine PS5 anschließen, kannst du zwar anschließen, du kannst auch deine Spiele darauf speichern, aber du kannst deine Spiele nicht von da aus spielen, ne? Das heißt, wenn du jetzt nur eine externe Festplatte anschließt, kannst du deine Spiele da quasi draufpacken und wenn du sagst, okay, jetzt will ich das wieder spielen, zum Beispiel Call of Duty, whatever, Cold War, willst du jetzt wieder zocken, dann kannst du das von der SSD wieder auf die Konsole runterladen. Das heißt, du brauchst kein Internet, um das runterzuladen, das geht wahrscheinlich viel schneller, ne? Aber du kannst nicht davon spielen. Von der M2 SSD, die wir haben, können wir logischerweise auch spielen. Das ist ja auch der Sinn davon jetzt hier, ne? Sehr cool, aber wie geht das jetzt hier mit dem... hier, Installationsort. Spiele und Apps für PS5. Konsolenspeicher? PS4? Auch Konsolenspeicher steht da. Und das kann man sagen, ja, nee, PS5-Spiele, die lassen wir mal intern, also auf die normale Platte, das ist gut. Oder und die PS4-Spiele packen wir mal auf die M2. Achso, kann ich gar nicht sehen. Ja, perfekt. So, jetzt kann ich sehen, ne? Kann man einfach hier... Zack. Oder beide auf M2. Zack, zack. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich es machen soll. Ich würde es, glaube ich, so machen. Ich würde erstmal alles auf Konsolenspeicher lassen. Und dann würde ich mir die Sachen runterladen, die für mich ultra wichtig sind und die ich auch niemals irgendwie löschen werde oder so. So
so Daily Driver Games, wenn du sagst, Bruder, Call of Duty muss immer am Start sein, das würde ich auf den Konsolenspeicher packen. Und wenn du sagst, ja, Digga, ab und zu mal Vollgas mit den Jungs, ja, dann packst du das halt auf einen M2-Speicher. Du kannst ja auch alles Konsolenspeicher machen und dann sagst du irgendwann, aber das kann ich jetzt nicht demonstrieren. Warte mal, kann ich das verschieben? Option. Ja, verschieben auswählen. Ja, genau, guck mal, jetzt verschiebt er das vom Konsolenspeicher nach... Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Nach, ja, SSD halt. Alter, ist das schnell. Guck. Digga. Samsung Abfahrt. Link ist in der Videobeschreibung. Unbezahlte Werbung hier, Junge. Und jetzt haben wir das Spiel in dem Speicher. Bruder, das ist einfach gut gemacht. Kannst auch sagen, ey, Alter, das Spiel, das ist so geisteskrank, das spiele ich auch jeden Tag. Es ist einfach besser, wenn es einfach auf dem Konsolenspeicher ist. Und dann schiebst du wieder rüber. Wenn du jetzt hier links mehrere in der Liste hast, kannst du ja welche anklicken, so, ne? Klickst du das an und so weiter, ne? Erklärt sich ja von selber. Ja, egal. Easy, Junge. Easy. Finde ich, das ist wirklich einfach gemacht, ne? Ich muss dazu sagen, bei Xbox ist es noch einfacher. Da ist hinten schon in der Konsole so ein Schlitz drinne. Und wenn du erweiterten Speicher haben willst, kaufst du dir den erweiterten Speicher-Slot. Das ist so wie früher bei PlayStation 1 oder bei PlayStation 2, diese Dinger zum Reinschieben. Bei Xbox, Digga, du schiebst das Ding hinten rein. Thema erledigt. Fertig. Du musst nichts auseinanderbauen, nichts schrauben, gar nichts. Nur reinstecken. Thema erledigt. Ist nicht schön, aber einfacher. Aber du siehst die Seite hinten ja sowieso nicht, ne? Also keiner, jeder... Also ich finde es persönlich besser bei PlayStation, weil es ja wirklich, ne? Man sieht es zwar bei der Xbox nicht, aber mich würde es stören, weil es in meinem Kopf ist. Ja, das war's, Digga. Hätte man auch ein 2-Minuten-Video draus machen können, ne? Schreibt schon wieder in die Kommentare. Ich rieche das schon. Mache ich aber nicht. Gibt schon genug 2-Minuten-Videos. Ihr habt ja heute mal ein langes Video. Digga, wie fahre ich die Scheiße denn herunter? So, das war auf jeden Fall ein einfaches, trotzdem langes Video wahrscheinlich wieder. Ja, wenn ihr wollt, ich verlinke euch einfach mal beide. Wenn ihr sagt, Bruder, also das mit dem Kühlkörper ist ja nett, aber da spare ich mir lieber die paar Euro und kaufe die normale. Ich werde beide verlinken, ganz oben irgendwo in der Videobeschreibung. Und dann gönnt euch die. Ich würde nichts anderes kaufen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich habe die auch, natürlich jetzt ohne Kühlkörper im PC drin, 2 Stück. Und ich sag's euch, Bruder, ich nehme jeden Tag Videos auf, schneide 4K-Videos damit und mach hier und mach da. Also nur als Beispiel, so ein aufgenommenes Video von mir, da haben 10 Minuten 10 GB. Also das ist schon eine krasse Qualität und ich nehme sehr viel auf und schneide sehr viel und schieb die Daten hin und her hier und so. Also wirklich noch nie Probleme gehabt. Beste Ding. Weißt du, so wie es ist. Kauf nicht so einen billigen Scheiß. Sonst bist du irgendwann traurig und denkst dir, Bruder, hätte ich mal 20 Euro mehr ausgegeben. Okay, wir sehen uns im nächsten Video, wann auch immer das sein wird. Mach's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.